Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. So, jetzt sind wir wieder, oder jetzt stehen wir wieder auf, sozusagen, Connor steht auf. Ich musste ja ganz fies cutten, bei der Stelle hier. Und zwar, hat sich was bei mir jetzt getan. Wegen arbeitstechnisch mäßig muss ich leider dieses Let's Play ein wenig beschleunigen. Ja, was ich persönlich kacke finde. Aber ich habe sonst in nächster Zeit keine Möglichkeit mehr aufzunehmen. Das heißt, wir müssen oder wir können nicht alle Sachen machen, die ich gerne machen möchte. Und naja, was soll's. Jetzt können wir da interagieren. Das kann doch nicht meine Verpflegung sein. Okay. Geht nicht so. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Genau. Wie gesagt, also ich muss leider es etwas beschleunigen, da ich halt sonst nicht hier weiter aufnehmen kann. Ich sagte, lass es sein! Ruhe da drin! Tut mir leid, das muss ich machen. Mach weiter so und ich lass dich ins Loch werfen! Okay, schau auf. Ich sag's dir. Von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja? Und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch. So übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß deinen Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Ja, kann ich verstehen. Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder Hayabubu machen. Ja, also wie gesagt, also ich kann wahrscheinlich nicht jede Siedlermission machen, aber ich probiere es so viel wie möglich noch zu schaffen, ja? Geh auf! Oh. Wo gehen wir hin? Ach, keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch! Limit für getötete Gefangene, okay. Was glaubst du so, Halbblut? Alte Scheiße, ey. Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Diese alten Schubsis. Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Ich laufe ja schon darunter. Ich sollte versuchen, diesen Weems zu finden. Wenn er fliehen will, kann er mir vielleicht helfen. Interagier? Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh? Man sagt, du kennst deinen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Ja. Ach so. Da du ja meinen Namen bereits kennst, wie ist deiner? Connor. Schön, dich zu treffen, Connor. Guter Zug. Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat, ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du da. Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage? Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich
verstanden. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist eine Privatsache. Wie das, worum du mich bittest. Ja. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich wollte einen Mord verhindern. Oh. Jemand, den ich kenne? George Washington. Oh, okay. Dann ich gewinne. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Ja. Siehst du ihn lachen? Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück, oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Ach so, nach oben muss ich. Ganz nach oben. Oh. Danke, Männer. Okay. Ein Wachhund, sogar eine besonders angriffslustige Katze. Ich habe echt alles versucht, aber nichts davon. Das kommt nicht. Eine Frau. Du Missgeburt! Na gut, ihr Hunde, zurück in die Zellen! Ja, super. Ganz einfach geschafft. Der Schlüssel ist nutzlos. Was glotzt du mich so an? Suchst du etwa nach einem Gatten? Ach, da lief eine Wache. Okay. Solche Speicheleien haben einst die Nörden. Doch nun sind entschlossenere, klügere Männer vorgetreten, für die der klare Geist gefordert. So, ganz kurz hier runter. Weil ich muss ihm wahrscheinlich den Schlüssel geben. Nur für seine Zelle ist der wahrscheinlich eher gedacht. So. Ich kannte ihn auch sehr gut. Okay. Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Kommt drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Okay. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Super. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst.
Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Danke. Ja, danke. Wen soll ich denn jetzt hier aufs Maul hauen? Okay, ja. Ich muss... Zerschneid diese Bestien! Hey! Oh! Einen tot? Oh! Guck mal, uns hier prügeln. Okay, noch mehr? Den hätte er auch eins aufs Maul hauen müssen. Ein kleiner Unruhestifter, ha? Huh? Etwas Zeit im Loch wird dein Blut wieder abkühlen. Mehr! Mehr! So. Seht euch doch mal an. Erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken, allesamt. Okay, ich hab jetzt den. Es ging jetzt echt so einfach. Yeah. Na, Frau Wache, Herr Wache. Connor, guck nach vorne. Du musst aufpassen, keinen Alarm auszulösen. Komm hierher zurück, du Lump. Das wirst du nicht. Okay. Du findest Hickey hinter dieser Tür. Es ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz, sowas in der Art. Und besseres Essen, auch im Gefängnis. Kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason. Für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Okay. Jetzt heißt es vorsichtig hinkommen. Okay, das war gerade richtig Glück. Du da, halt. Ja, ja, da. Das machen wir so, das Interagieren. So. Hä? Der ist schon tot, hä? Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Scheiße. Haben wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch.
Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird das ablaufen. Erst fesseln wir dich und bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Hm. Hm. Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Oh. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Hm. Und sobald das erledigt ist, nun dann. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ja. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, worum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Ja. Ja. Ah. Mist. Ja, sie wussten, dass ich komme. So eine Kacke. Hey, ich habe volle Synchronität geschafft. Ja? Und das mit Glück. Nur mit Glück. Oh Mann. Wie lange sind wir überhaupt im Gefängnis? Erst ein paar Tage oder ein paar Monate lang? Hoch! Hoch mit dir! Ich sagte, steh auf! Also doch eher nur ein paar Tage. Geh! Geh! Arschlöcher! Mach's gut! Das ist natürlich scheiße. Jetzt gehe ich zum Galgen, so wie es aussieht, ja. Aber ich komme raus. Das ist schon mal sehr gut. Das bedeutet, der Rest meiner Freunde könnte vielleicht schon dastehen. Und warten auf einen günstigen Moment. Um mir zu helfen diesmal. Und nicht nur, dass ich denen immer geholfen habe. Oh, Regenwetter, sehr schön. Wenigstens eine Dusche. Ah ja, danke schön. Ich hatte keine Lust einzusteigen. Es ist so unfair. Oh. Ich glaube, da fehlt die Wache. Nee, doch nicht. Wollte schon sagen, es fehlt die Wache irgendwie. Mhm. Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgten dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Lee und Haytham als sein Vater selber. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Das ist gut. Da ist George Washington. Na, sehen wir noch welche von uns? Aha, habt ihr es gehört? Da oben, oben links. Seht ihr ihn? Yeah. Da, auf dem Pferd. Okay. Puh. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Ach, hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Dein Holzer und sonst nichts.
Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehten, sein Wissen mit uns zu teilen, oh nein, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Wie kann ich Signal geben? Okay. Muss Hickey stoppen. Los! Genau. So. Da ist er. Die alte Drecksau. Warum immer ich? Geht mir alle aus den Weg. Dranbleiben, den greifen wir uns. Ja! Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Und jetzt? Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Genau. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Ja, so ist es. Auch wenn er tot ist, trotzdem, ja,
Man muss ja nicht dann die Leichen schänden, so ungefähr. Oder schlecht über ihn reden. Tod ist tot. So ist es halt. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ein bisschen. Das ist ein Kompliment. Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Ja, danke. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil, aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige, nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Recht hat er ja. Verpfänden wir mit festem Vertrauen auf den Schutz der göttlichen Vorsehung und untereinander unser Leben, unser Vermögen. Ja, ja. Dann gehen wir rein. Wir müssen alle zusammenhalten. Ach, die Unterschreibung der Unabhängigkeitserklärung. Wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Benjamin Franklin. Ja, ja. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Oh ja. Okay, Sequenz 8 beendet. Das heißt, wir machen auch wieder Feierabend. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.